die Maus ging in die Uhr. Die Uhr schlug eins, das Blech war seins. Klicke die Klacke die Klur. Das macht beinahe so viel Spaß wie das Spiel Blinde Kuh und der Pinky. So, ich schreibe diese Zeilen als meine Geschichte, von der ich als Brain höchstpersönlich berichte. Beim Teetrinken gestern fiel mir ganz allein ein Plan zur Erlangung der Weltherrschaft ein. Klicke die Klacke die Klan, Brain hatte einen Plan. Die Uhr schlug zwei so schwer wie Blei. Klicke die Klacke die Klan. Spiel, mein Schädel mir dämmert. Es liegt nicht am Uhrwerk, nein, du bist behämmert. Dies ist mein Plan, Pinky. Hörst du mir zu? Ich lass jede Uhr schlagen, von hier bis Peru. Was soll daran so neu sein? Das werde ich dir sagen. Die Uhren der Welt müssen gleichzeitig schlagen. Sie schlagen ganz laut, ja, es will gar nicht enden. Man hält sich die Ohren zu mit beiden Händen. Dann wird der Hauch der Geschichte mich streifen. Im Chaos will ich nach der Weltherrschaft greifen. Klicke die Klacke die Klau, der Plan war wirklich schlau. Die Uhr schlug drei, Brain war dabei. Klicke die Klacke die Klau. Also brütete ich und zerbrach mir den Kopf. Ich helfe dir gerne mit Pfanne und Topf. Den Uhrenlärm werden die Ohren bemerken und ich will den Lärm noch nach Kräften verstärken. Hör auf mit dem Krach, ich versuche zu denken. Mach dich mal nützlich. Wie wär's mit Getränken? So. Ich bin dabei, einen Plan zu entwerfen. Ja, aber ich dachte... Jetzt hör auf zu nerven. Kickeldi-dackeldi-düt, Brain wurde langsam müd. Die Uhr schlug vier. Das hört man hier, kickeldi-dackeldi-düt. Du machst mich müde, hey, willst du wohl aufstehen? Na, dieses Licht lässt dich gruselig aussehen. Willst du mich ärgern, um Zeit zu verlieren? Schon gut, Brain, was jetzt? Wir müssen's probieren. Wir nehmen die Standuhr dazu, die dort steht. Ich hoffe, sie steht eben nicht, sondern geht. Pinky, pass auf. Ja, sie fängt an zu schlagen. Dieses Gereime ist schwer zu ertragen. Klicke die Schnacke, die Piep. Nun lief der Plan doch schief. Die alte Uhr schlug fünfmal nur. Klicke die Schnacke, die Piep. Doch Brain reparierte das Ding wie kein zweiter. Es machte Taktik und Bambim und so weiter. Als es vollendet war, wurde es gestellt. Und Brain war die müdeste Maus auf der Welt. Bimmel die Bammel die Bus, die Uhren schlugen los. So wie von Brain vorher gesehen. Bimmel die Bammel die Bus. Ich war plötzlich wach. Hey Pinky, wie spät? Die Zeiger stehen so. Verflixtes Gerät. Wie konnte ich schlafen bei weltweiter Krise? Du wolltest doch Ruhe, drum sorg dich für diese. Klicke die Klacke die Klur, die Maus warf aus die Uhr. Einmal schlug Brain, wie wir hier sehen. Die Pinky, ja Pinky und der Brain, 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 Brain. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck.